Willkommen, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu dieser neuen Videoreihe Dark Souls Platin Guide. Wir erstellen erstmal unseren Charakter. Nee, warte mal. Ich habe eine gute Idee. Ach, genau. Vergessen wir doch das A. Nehmen wir einen weiblichen Charakter diesmal. Platinushi! weiblich, klasse. Dieb natürlich, weil wegen Generalschlüssel. Dann nehmen wir die schwarzen Feuerbomben natürlich auch mit. Nehmen wir das. Ist auch eigentlich egal, ne? Das Grau natürlich. Ja, und dann starten wir mit Platin Uschi, den Platin Run, würde ich behaupten, was? Ja. Erstmal das Intro. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags. Arch trees and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers,
sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Jo, und damit sind wir mittendrin. Und damit geht's auf. Also wir werden auf jeden Fall alles nacheinander durchgehen. Wir müssen alle legendären Waffen sammeln. Pyros, Zauber, Wunder, wie immer. Verschiedene Eide müssen wir ablegen. Und wir müssen Eide farmen. Und wir müssen 2,5 Spieldurchgänge machen, weil wir von Sif 3-mal die Seele brauchen. Für die Bosswaffen. Genau. Und das Erste, was wir machen, wir werden uns jetzt erstmal richtig OP machen, damit das alles ein bisschen einfacher vonstatten geht. Wir werden immer mit einer möglichst hohen Menschlichkeit spielen, damit wir möglichst hoch die Drop Rate erhöht wird von unseren Gegenständen. Ja. Das ist eigentlich so das, was wir jetzt als Erstes machen werden. Und damit beginnen wir jetzt den Durchlauf. Ich glaube, ich habe auf dem Profil schon mal angefangen, noch 1-2 Sachen. Ich glaube, einen Spieldurchlauf habe ich angefangen. Deswegen werden wahrscheinlich die ersten Trophäen hier nicht angezeigt werden, aber ich gehe davon aus, dass ihr auf jeden Fall wisst, wie Dark Souls funktioniert und habt, wenn ihr jetzt einen Platin-Guide einschaltet, gehe ich mal davon aus, dass ihr auf jeden Fall wisst, ja, wie die Anfänge sind, was wichtig ist und sowas, das da würde ich jetzt mal einfach stark von ausgehen. Oh, und dann machen wir auch jetzt schon direkt den ersten Boss. Easy Boss. Nicht ganz no damage, aber ach. Was soll's? So, jetzt sind wir hier erstmal unser Schild, was wir direkt ausrüsten. Finden wir hier unser Banditenmesser, was sehr gute Critical hat, ne? Kritisch 147. Das ist schon sehr gut. So. Dann haben wir hier die Geschichte. Oh, regrettably,
So, jetzt kriegen wir unser Estus. Das ist eigentlich die erste. Trophäe, die wir bekommen. Die steht dann da eigentlich. Estus, ne? So. Jetzt machen wir hier auf. Dann müsste wie, ich glaube, dann gibt es noch die, jetzt muss ich mal eben nachgucken. Genau, welche Trophäe habe ich denn schon? Die nächste müsste dann sein. Genau, wenn wir jetzt hier losfliegen, dann kriegen wir Ankunft in Lodron. Und wenn wir dann das Leuchtfeuer am Feuerbandschrein entfachen, dann kriegen wir die Trophäe entfachen. Na, das ist erstmal. In the ancient legends it is stated. So geil, ey. Genau, das sind die Trophäen, die habe ich hier schon bekommen auf dem Profil. So, jetzt wollen wir das mal überspringen. Wir müssen ja nicht hier hinschalten. So. Jetzt können wir direkt aufsteigen. Ich stecke direkt erstmal die ersten paar Sachen in Stärke. Denn wir brauchen gleich für das Schwert, was wir führen wollen. Der erzählt uns hier was über Klimbim. So, hier holen wir uns gleich mal 3 Menschlichkeit. Die werden wir. Machen wir uns direkt menschlich. So. Gut, und dann gehen wir auf die wilde Jagd. Am besten ist es, die zu backstabben. Ja, also da machen wir auch wirklich schon, ne? Die One-Hitten wir mit diesem Banditenmesser. Wir nehmen hier alle Seelencontainer mit, die wir kriegen können. Die brauchen wir nämlich gleich. Ah, egal. So, geht auch. Immer schön die Ratte hier mitnehmen. Die droppt nämlich manchmal Menschlichkeit. Wichtig ist jetzt für das, was ich vorhab, bitte die den Seelencontainer noch nicht benutzen, denn wir brauchen gleich die Stufenaufstiege für Stärke. Keiner mehr, aber hier ist noch ein Seelencontainer.
die lassen wir mal eben kommen. Auf. Hier ist ein Holzschild, das nehmen wir mit. Wow. So, dann machen wir hier das Leuchtfeuer an. Noch nicht hinsetzen. Ich will hier erst noch unten zu. Ah, das ist. Zack. Zack. So, dann nehmen wir noch hier die Jungs, nehmen wir noch mal mit, ne? Oh, das war schlecht. Ich glaube, da oben ist noch ein Seelencontainer, wenn ich mich nicht alles täusche. Hier ist auf jeden Fall Wurfmesser. Da können wir noch hin. Ah, hier. Da haben wir noch eine Armbrust und Bolzen, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Die Seele habe ich mitgenommen. So, wir haben jetzt 2000, ne? So. Der verkauft uns ein paar Sachen. Den Anwesenschlüssel, den brauchen wir, aber wir wollen jetzt erstmal Standardpfeile kaufen. 200. So, und jetzt werden wir das erste Mal hier uns ein bisschen durchcheaten, aber das finde ich nicht so schlimm. Wir machen das erste Mal das hier mit der Menschlichkeit. So, wir werden die Menschlichkeit unter den Estus. Dann wählen wir hier bei Gegenständen Standardpfeil aus. Ablegen. Abbrechen. Gehen hier auf Helligkeit. Hier brauchen wir 99. So, 98 hätten auch gereicht. Egal. So, jetzt haben wir 98 Menschlichkeit. Damit erhöht sich die Chance, dass die Gegner was droppen. Sehr stark. Und jetzt wollen wir uns das Schwarzritterschwert holen.
Das ist so hässlich, wenn das passiert, ne? So, hier haben wir schon mal eine kleine Scherbe, das ist schon mal ganz geil. Dann können wir auf jeden Fall schon gleich schon unser Schild verbessern. So, dann können wir hier... die beiden Typen noch unboxen. Hier nehmen wir noch schwarze Feuerbomben mit. Das ist sehr gut, die brauchen wir auch gleich. Warte mal kurz, bin ich jetzt... Ach nee, wir müssen noch einen weiter. Vertüdelt bin ich. So. Ah. Ach nö. Warum werde ich denn jetzt invasiert? Ach bitte nicht. Ach komm schon. Ah, jetzt habe ich mir gerade, warum? Ah, kann ich mich nicht offline stellen? Hä? Gott sagen, Junge. Stirb, ey. Ah, den treffe ich leider von hier aus nicht. So, wir gehen mal eben hier den... hier hoch. Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Hey, wieso? Jetzt. Ach komm! Ach komm! Ach Mann! Das ist wirklich, wirklich pervers nervig. Kannst du nicht einfach sterben, Digga? Oh Gott!
Ja, als ob ich einfach durch ihn durchglitsche. Ach komm, ey. Ah, er ist tot. Oh Gott. Gott, das war wirklich heftig. So, aber jetzt können wir hier und ich hoffe, dass das klappt. Ansonsten haben wir hier nämlich ein Problem. Ja, Backstep funktioniert so. Perry. Harry. Harry. Und bitte lass dein Schwert fallen. Ja. Schwarzritter großes Schwert. Sehr gut. Perfekt. Hatten wir hier noch irgendwo ein Item? Nee. Gut, ja, damit ist doch schon eigentlich hier, wir hier schon richtig viel geschafft. So, na, das ist eigentlich schon das, was wir wollen. Jetzt brauchen wir noch Funkeltitanit, das werden wir uns als nächstes besorgen. Weil dann können wir nämlich auch das Schwert schon relativ schnell auf plus 3 oder plus 4 kriegen wir auf jeden Fall hin. So, hier kaufen wir uns nochmal ein paar Pfeile. Oh, 400 Pfeile haben wir schon. So, das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Wir brauchen für das Schwarzritter-Großschwert brauchen wir 20 Stärke und 18 Geschick. 20 Stärke und 18 Geschick. Mal gucken, ob das jetzt damit schon funktioniert. Ah, ich glaube, das reicht nicht ganz. Was habe ich gesagt? 20 Stärke und 18 Geschick, ne? Ja, 2018. Okay. Ha! Das ist ja der Hammer. Krass. Guck mal, dann können wir schon damit falscher zack, so 296 Schaden,
280 Schaden. Heftiger Kram. So. So, damit haben wir schon jetzt eigentlich das meiste geschafft. So, das erste, was ich jetzt noch mal eben gemacht habe, ist mich offline zu stellen, weil hat ja keiner Bock drauf. Sich hier invaden zu lassen, nicht? So. Drei auf einen Schlag. Kurzschwert. So. Alter. So, dann gehen wir hier noch mal rauf. Jetzt werden wir uns nämlich Titanitscherben besorgen. Wirklich ohne Kram. Wir werden nachher so ultra OP sein, dass wir den Taurus-Dämon one-hitten werden. Zack. Gott, habe ich da die Dings gar nicht aufgemacht? Ich habe die Truhe nicht aufgemacht. Das ist natürlich schlecht. Das holen wir natürlich nochmal nach. Das geht ja natürlich nicht. Obwohl das so Goldharz ist. Aber egal. So. Jetzt machen wir hier mit dem Generalschlüssel auf. Nehmen uns unser Schild in die Hand. Holen uns hier gleich einen Ring, der wichtig ist. So, Parry 1, Parry 2, Parry 3 und weg ist er schon. So, da haben wir den ersten Ring, den wir brauchen, Havels Ring. Damit haben wir schon mal super gut unsere So, hier gehen wir jetzt erstmal raus. Müssen wir jetzt nicht machen. Das machen wir gleich alles. Wir gehen hier erstmal hoch, weil hier ist die erste Wir könnten jetzt hier auch den anderen Schwarzritter noch machen. Mache ich jetzt aber nicht. Weil der ist schon ein bisschen knackiger als der andere. Und zack. Essen. Zweimal Funkeltanit, Titanit, zweimal große Scherbe. Hundertprozentig. So, und jetzt sind wir nämlich hier direkt auf dem Weg und können gleich mit Moosklumpen. Wir brauchen von jedem, von den roten, vom lilanen und vom lilanen Blume brauchen wir ein. Ja. Schwierig. Hä?
Er droppt einfach mal gar nichts. Selten. Selten, selten, selten. Zack. Roten Moosklumpen haben wir. Gut. Noch einen roten. Und ein. Noch einen roten. Ach Gott, wollt ihr mich verarschen heute oder was? So, dann nehmen wir hier das Leuchtfeuer mit. Zack. 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 Ey, ihr wollt jetzt alle nichts droppen? In echt jetzt? Gehen wir hier nochmal rein. Nehmen wir den hier nochmal für lau mit. Hä? Alter, ich habe 99 Menschlichkeit und keiner von denen will irgendwas droppen. Geil. Das ist schon großes Kino, würde ich sagen. Naja, gut. Dann setzen wir uns da nochmal hin. Und gehen noch mal Münzen. Eh wieder zurück. Haben wir Heimkehrknochen eigentlich schon? Ja, ne? Ja. Wir gehen erst nochmal hier die Runde. Vielleicht haben wir dann ja schon alles, was wir brauchen. Moin. Ah, jetzt droppen die aber auch richtig dafür. Noch ein roten, ey, komm. Ah, ein lilanen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein lilanen mit Blume. Wäre ja schön, wenn einer von denen jetzt so eine liegen lässt. Zack. Eine große Seele, Alter. Jetzt drop doch bitte was. Gott, ey, ohne Scheiß, wenn man das mal braucht. Die droppen sonst immer irgendwas, ne? Und wenn man es braucht, dann droppen die einfach nichts. Es ist so. Es ist immer so. Wirklich, es ist immer so. Ach Gott. Ich glaube, ich farm jetzt nur die die vier da hinten ab. Sonst renne ich mich hier zu Tode. Ich brauche jetzt nur ein mit Blume. Einen mit Blume bräuchte ich, bitteschön. Alter. Seit wann droppen die denn nichts mehr? Och Junge. Wirklich, die droppen safe immer irgendwas. Ja, sauber. Gut, dann können wir jetzt hier weiter. Wetten, der droppt jetzt. Na, nee. So viele rote Moosklumpen. Na gut, und eine Blume haben wir, hundertprozentig.
So. Den lassen wir jetzt erstmal noch. Der kann erstmal. So. Moin André, zu dir gehen wir gleich. So, wir setzen uns jetzt hier, entzünden wir das Leuchtfeuer. Setzen uns hier hin. Ah, wir haben keinen Heimatknochen, wir müssen gleich noch Heimatknochen kaufen. Wir müssen noch Heimatknochen kaufen. Bei wem können wir Heimatknochen kaufen? Können wir bei... Hier nehmen wir noch die Feuerhüterseele mit. Oh. Oh. Ah, das ist schlecht. Normalerweise kriege ich immer von dem gar kein Damage. So. Den noch hinweg. Kleine Scherbe, nehmen wir mit. Feuerhüterseele nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir nämlich hier auch den Vorteil, dass wir direkt den Shortcut freigeschaltet haben. Das ist wunderbar. Du verkaufst nur Wunder, Digga, ne? I read, but I hear no. Oh, oh, I have to. So what would that? Very well. So, jetzt leisten wir den ersten Eid. Dafür kriegen wir auch eigentlich eine Trophäe. Ach so, die Trophäe habe ich auch schon. Was können wir bei ihm kaufen? Nur Sachen für... Die müssen wir gleich alle kaufen, ne? Aber das machen wir gleich. So, dann müssen wir leider... Ah, warte mal. Ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht vertan habe, dann können wir hier oben noch hin. Ich will nämlich... können wir da so... nein. Natürlich nicht. Okay, müssen wir anders machen. Ist aber nicht schlimm. Ich weiß, wo ich die Heimkehrknochen herkriege. Da sind die Heimkehrknochen. Wir nehmen die auch gleich nochmal mit, jetzt wo wir schon mal hier sind. Können wir gleich alles mitnehmen. Wichtig ist, dass wir uns jetzt nicht mehr an irgendein Leuchtfeuer setzen, sondern direkt... hier weitergehen und wieder zurück
zur Krähe gehen. Damit wir uns... Ach Gott. Wie dumm kann ein Mensch sein? Oh Gott. Das war so schlecht. So. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, von da aus kriege ich den wohl jetzt nicht hin, ne? Doch, ja, super. Perfekt. So. Dann gehen wir da hoch. Den Schlüssel nehmen wir auch schon mit. Ach Gott. Na, so. Ach Gott. Das war so close. Boah, ein Estus nur noch. Ja, das ist jetzt ein bisschen drumrum alles. Ein bisschen blöd. So, jetzt gehen wir den Weg. So. So, einmal hier hoch, drumrum. Und wir rollen uns wieder zusammen und warten. So. So, überspringen wir das hier mal. So, jetzt wird es hier interessant. Weg hier. Super. So. Jetzt gehen wir hier zu Snuggly. Give me warm. Give me soft. Kann ich machen. Ablegen. So, jetzt gehen wir aus dem Spiel raus. Gehen wieder ins Spiel rein. Jetzt sind wir auch offline, dann können wir auch nicht invaded werden, wie gerade. Mega kacke, ey. So. Einmal funkelt Titanit. Nochmal ablegen. Beenden. Zweimal Funkeltitanit. So, jetzt legen wir noch den ab. Nein, nein! Oh Gott, wie dumm kann man sein? Ah. Ah. Gott, einmal die falsche Taste gedrückt und ich hatte nur einen davon, ne? Ach Gott. Egal. Ist nicht schlimm, wir kriegen auch die Waffe so auch schon. So, jetzt können wir uns hier zurück teleportieren. Sind direkt bei André. Well,
So, Waffe verstärken. Eins. Zwei. Drei. Ach, und jetzt fehlt uns genau ein Funkel Titanit. Aber ich mach das gleich nochmal. Mach das nochmal off-cam, dass ich den nochmal hole. So. Wieder zurück bei André. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Waffe verstärken. Schwarzritter Schwert plus 4. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Funkeltitanit. Das bekommen wir dann aber. Gut, so, jetzt haben wir eigentlich. Jetzt sind wir eigentlich mega, mega OP. Dann wird es Zeit, den ersten Boss zu machen. Versuchen wir jetzt mal durchzurennen. Ohne viel Aufhebens. Diesmal kein Glück gehabt. Was hat er denn für ein Problem? Oh, Junge! So, setzen wir uns hier kurz hin. Gehen weiter. Wir haben ja noch eine. Ha, da haben wir ja nochmal 2 Funkeltitanit. Lol, dann brauchen wir ja nur noch 2. Alter, wie schnell das geht, dass man diese Waffe einfach auf plus 5 hat. Krass. So. Taurus-Dämon, One-Shot. Echt ein Witz, ne? Also mit dem Schwert, das ist so geil, ey. Das ist echt der Hammer. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon für diesen Part fast durch.
Wir kümmern uns als nächstes um den Drachen da, um den Schwanz. Erstmal reden wir hier mit unserem guten Soler. An adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Wyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Natürlich. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of the very there's no telling, but you to summon and engage, of course, but I if you Also mit den Sachen kann man jetzt, Leute, ich glaube, das war es jetzt schon. Genau, so. So, jetzt werden wir den nächsten Shortcut freischalten. Müsste eigentlich reichen, ne? Ja. So. Zack. Dann sind wir wieder unten am Leuchtfeuer, ne? Habe ich schon einen Bogen? Habe ich nicht. Ich habe nur eine Armbrust. Mist. Dann muss ich mir gleich den Bogen kaufen. Ich glaube, der Typ da unten hat einen Bogen. Wenn ich mich hier nicht alles täusche, müssten wir da eigentlich einen kaufen können. Bam, alles kaputt hier. So, hast du noch was? Ach ja, und ich muss noch ein... Ach komm, dieses... So, und den brauchen wir. Und hast du einen Bogen? Bogen, Bogen, Bogen. Ja, hast du. Cool. Danke. So, Pfeile noch. So. So, und jetzt können wir uns... So, das war es eigentlich jetzt für den ersten Part. Wir haben uns richtig ultra OP gemacht, würde ich behaupten. Und ja, jetzt geht's so langsam dann daran, sich die Platin zu holen in unserem mit unserem Ultra-OP-Bild. Ich verbeuge mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like und Abo da, damit ihr die nächsten Parts nicht verpasst. Und vergesst nicht, in meine anderen Videos reinzuschauen. Unter anderem in meinen Dark Souls 3 und meinen Elden Ring Guide. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.